Eins mit allem. Eine Liebesgeschichte von Melanie Jurak und Jesus Urlauber, Bauchi. Ich finde mich auf einer hölzernen Sitzbank wieder. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Eben war ich irgendwie noch woanders. Ich erinnere mich vage und jetzt bin ich eben hier. Keine Absicht hat mich hierher geführt und ich kenne diesen Platz nicht einmal. Ein wenig verwundert schaue ich mich um. Hinter mir liegt ein Wald, der sich zu meiner Rechten wie zu meiner Linken ins Endlose zu ziehen scheint. Dunst steigt aus dem Boden auf und Insekten summen durch die Luft. Alle schwer beschäftigt und emsig mit ihrem Werk beschäftigt, das ich weder verstehen noch durchschauen kann. Vögel jagen ihnen in spielerischer Leichtigkeit im Flug nach oder sitzen auf den Ästen und Zweigen und zwitschern ihren Artgenossen in einer mir nicht verständlichen Sprache irgendetwas zu. Von denen scheint es jedoch verstanden zu werden, denn es scheint einen regelrechten Dialog zu geben, der mich von allen Seiten einhüllt. Mal piepst es von rechts, dann kommt eine Antwort von links oben, dann wieder vom ersten und hin und her. Es duftet nach frischem Humus und nach Sommerregen. Beeren, Blüten und wilden Kräutern, die ich überall um mich herum ausmachen kann. Vor mir fällt das Gelände sachte ab und öffnet den Blick auf ein berauschendes Panorama. Gräser, wilde Blumen und Büsche dominieren die Flora, vereinzelt stehen ein paar Obstbäume dazwischen. Auch hier blüht das Leben. Schmetterlinge tanzen durch die Luft und ich verfolge ihre Flugbahnen eines verliebten Tanzes. Ein weites Tal schließt sich an, vom Menschen scheinbar unberührt. Nirgends sehe ich Dörfer oder eine Stadt, kein Zeichen menschlicher Zivilisation. Dahinter erhebt sich zur Linken ein Gebirge, dessen Spitzen sich im sanften Weiß wattebauschartiger Wolken verlieren und zur Rechten erstreckt sich ein Ozean. Es dämmert. Und jetzt sehe ich, wie der erste Sonnenstrahl aus dem Meer taucht und mich mitten ins Gesicht trifft. Wo bin ich hier? Wie komme ich hierher? Etwas in mir möchte aufstehen und umherwandern, mehr sehen und Antworten auf meine Fragen finden. Doch ein anderer Teil will mich einfach hier sitzen und die Ruhe und Harmonie genießen lassen und überwiegt. Ich bleibe sitzen. Zu betörend ist der Anblick der aufgehenden Sonne und des Lichts, in das sie alles taucht. Die Luft ist wohlig warm und nicht zu trocken oder zu feucht. Genau richtig, würde ich sagen. Angenehm in jedem Fall. Ein magischer Moment, wie man ihn im Leben viel zu selten bewusst wahrnimmt. Das Konzert der Vögel und Insekten um mich herum ist fast ohrenbetäubend und dennoch genieße ich die Ruhe, die alles gleichzeitig ausstrahlt. Irgendwo ganz in der Nähe hämmert ein Specht seinen Schnabel in einen Baum und selbst dieses Geräusch scheint zur Komposition des Liedes zu gehören, das hier alles singt. Irgendwie berauscht von alledem lasse ich das Szenario auf mich wirken, atme es in tiefen Zügen ein und fühle die Ruhe und innere Stille, die sich in mir ausbreitet. Frieden könnte man es auch nennen und Glück. Manchmal muss man nicht wissen, wo man ist oder warum, um sich dennoch sicher zu sein, es mit allen Zellen und Sinnen wahrzunehmen, dass man genau hier und genau jetzt genau richtig ist. Etwas gewinnt meine Aufmerksamkeit für sich, eine Bewegung, die sich von den anderen in sanfter Weise abhebt, etwas Helles, Weißes. Es ist ein Mädchen, nein, eine Frau, die in einem weißen Kleidchen etwas unterhalb von mir mit einem Korb durch die Büsche streift und Beeren hineinsammelt. Wie eine Elfe bewegt sie sich sanft und sicher durch das dichte Grün, verschwindet kurz hinter einem Busch, um gleich darauf auf der anderen Seite wieder aufzutauchen. Ein schönes Gefühl. Für einen Moment schreckte mich der Gedanke, sie könne dahinter verschwunden bleiben. Ich höre sie vor sich hin summen und beobachte sie gefesselt, wie sie sich mir langsam nähert. Sie scheint mich noch nicht gesehen zu haben und ich will sie nicht erschrecken, also spare ich es mir, nach ihr zu rufen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ein lauter Ruf würde diese Szene ruinieren. Und es scheint mir unpassend. Und so lasse ich es einfach. Ein paar Minuten später steht sie vor mir. Hallo, sagt sie. Darf ich mich ein wenig zu dir setzen? Ich habe leckere Beeren dabei und wir könnten zusammen welche davon essen. Wie in Trance mache ich ihr Platz auf der Bank und sie setzt sich neben mich und stellt den Korb zwischen uns. Verträumt schaut sie in die Ferne, genießt das sich uns bietende Bild ebenso andächtig wie ich zuvor. Ich empfinde sie als wunderschön, wie sie da sitzt und nun die Augen schließt und die Sonne ihr Gesicht wärmen lässt. Wunderschön, nicht wahr? Sagt sie mit weiterhin geschlossenen Augen und ich bin irritiert. Kann sie meine Gedanken lesen? Doch ich löse meinen Blick von ihr, richte ihn wieder auf das Bild vor uns und dann schließe ich ebenfalls meine Augen. Ich fühle die Wärme in meinem Gesicht und lasse mich von der sanften Brise streicheln. Alles tut gut in diesem Moment und ich genieße ihn in vollen Zügen. Doch am schönsten von allem finde ich ihre Nähe. Als wären wir Geschwister, so vertraut fühlt sich gerade ihre Anwesenheit an und mit ihr auf dieser Bank zu sitzen. Ja, sage ich nach einer gefühlten Ewigkeit. Wunderschön. Plötzlich ist es, als würden 1000 Fragen auf einmal durch meinen Kopf schießen. So viel, was ich sie fragen möchte. Wer sie ist, wie sie heißt, wo sie herkommt, ob sie weiß, wie schön sie ist, warum sie ausgerechnet jetzt hier ist, ob sie weiß, wo wir hier eigentlich sind. Aber ich bekomme keinen Ton heraus. Zu profan scheint mir jede Art der von meinem Kopf angeregten Kommunikation. Wieder habe ich den Eindruck, ich würde die Ruhe stören. Doch ich öffne meine Augen wieder und schaue sie an und stelle erschrocken fest, dass sie mich auch ansieht. Ich kann ihren Blick nicht deuten, sie schaut mich einfach nur an. Mit diesen wunderschönen großen blauen Augen und einem Blick, der sich tief in meine Seele zieht. Und sie lächelt ein Lächeln, das mein Herz ergreift und es zum Klopfen bringt. Ich erwidere ihren Blick und auch das Lächeln und die Fragen verlieren sich in nichts und werden unwichtig. Ich mag die Energie, die du ausstrahlst, sagt sie. Ein wenig irritiert sehe ich sie an, weil ich ihre Worte nicht ganz verstehe. Du hast eine schöne, angenehme Ausstrahlung, fügt sie noch hinzu. Die ist mir schon eine ganze Weile aufgefallen, während ich Beeren pflückte. Ich habe jedoch gemerkt, dass du noch etwas verwirrt bist, weil du nicht so wirklich weißt, wo du hier gelandet bist. Deshalb habe ich mir etwas Zeit gelassen, zu dir zu gehen. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Wieso weiß sie, dass ich irritiert darüber war, hier zu sein? Und wie lange bin ich denn schon hier? Du bist schon gut eine Stunde hier, sagt sie, während sie in das magische Licht der Sonne blickt. Dieses Sonnenlicht gibt mir ein Gefühl von Zuhause. Und mit diesem wundervollen Wesen neben mir, von dem ich noch immer weder Name noch sonst etwas weiß, wird dieses Gefühl um ein Vielfaches verstärkt. Nun lächelt sie und dreht ihren Kopf wieder in meine Richtung. Ich kann nicht anders und lächle auch. Am liebsten würde ich sie jetzt einfach umarmen. Einfach so. Dieser Moment ist einfach zauberhaft. Was mir aber noch viel zauberhafter erscheint, ist, dass sie einfach so die Frage beantwortet hatte, die ich vorhin im Kopf hatte. Also, wie lange ich schon hier bin. Kann man an diesem Magischen auch tatsächlich Gedanken lesen? Wieder lächelt sie, sieht mir mit einem tiefen, liebevollen Blick in die Augen und meint, vielleicht. Anschließend gleitet ihr Blick wieder nach vorn, in Richtung zur Sonne. Ich habe Durst, meint sie und fragt mich. Du auch? Durst? Ich habe gerade so viele Fragen, dass ich gar nicht wahrgenommen habe, ob mein Körper Wasser möchte. Nach einer kurzen Denkpause, während der ich noch immer nicht weiß, ob ich wirklich Durst habe, antworte ich einfach mit, ja, ein wenig. Aber wo soll man hier Trinkwasser herbekommen? Frage ich in meinen Gedanken. Ich sehe weder eine Quelle, noch dass in ihrem Körbchen etwas zu trinken wäre. Gespannt beobachte ich, was sie nun tut. Sie dreht sich von mir weg und ich höre ein Knistern.
Wieso höre ich ein Knistern, obwohl hier gar nichts sein kann? Sie hatte ja nur den Korb mitgebracht. Und auf der Bank bin ich nur alleine gewesen, bevor diese zauberhafte Frau sich dazugesetzt hatte. Jetzt höre ich auch ein Plätschern, wie an einer Quelle, aus der Wasser kommt. Hä, was passiert hier bloß? Sie dreht sich zu mir zurück, lächelt und hält mir ein Glas mit Wasser hin. Und selbst hält sie für sich auch ein zweites in der Hand. Verwirrt probiere ich einen Schluck und stelle fest, dass es tatsächlich Wasser ist. Und dazu noch das Erfrischendste und Reinste, das ich je getrunken habe. Soll ich fragen, wie sie das gemacht hat oder einfach schweigen? In welchem Traum befinde ich mich hier eigentlich gerade? Danke, sage ich mit einer leisen Stimme. Gerne, antwortet sie und sieht mich dabei mit einem Blick an, der mir vermittelt, dass sie weiß, welche Fragen ich gerade in meinem Kopf habe. Ich komme mir vor wie ein transparentes Etwas. Anscheinend weiß dieses engelhafte Wesen neben mir bereits mehr über mich, als ich ahne. Es ist mir aber nicht unangenehm. Es fühlt sich sogar so an, als könne ich ihr vollkommen vertrauen und ich habe das Gefühl, dass ich sein kann, wie ich bin. Das kenne ich von meiner normalen Welt nicht. Da bewerten die Menschen sich gegenseitig, ohne sich überhaupt zu kennen. Und sie, dieser Engel neben mir, weiß gefühlt alles von mir und ich fühle mich trotzdem wohl. Wie kann das sein? Wie kann das alles hier gerade sein? Ich bemerke wieder die Schmetterlinge, die miteinander tanzen und das Lied, das hier alles singt. Was für ein magischer Ort, an dem ich gelandet bin. Es scheint ein Ort zu sein, wo alles eins ist, in Harmonie und Lebendigkeit. Will jetzt doch etwas aus mir heraus, aber ich finde keine Worte. Sie lacht auf. Ein helles, freundliches Lachen, ein natürliches Lachen, kein aufgesetztes, künstlich klingendes, eins, in das ich mich auf der Stelle verliebe. Ich muss auch lachen und gestehe, ich bin ein wenig perplex. Weil du nicht weißt, wo das Wasser herkommt? Fragt sie mich mit einem leicht spitzbübischen Unterton, der mich zugleich beruhigt, aber auch herausfordert. Ich fühle ihr Interesse, das hier ist. Irgendwie kein Smalltalk und ich fühle ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ihr Blick ruht auf meinen Augen, offenherzig und irgendwie neugierig. Ich bin irritiert, aber ich schäme mich kein bisschen dafür. Ich habe nicht das Gefühl, sie beeindrucken zu müssen oder ähnliches. Sie nimmt mich einfach so, wie ich gerade bin. Und weil sie das tut, fällt es mir sehr leicht, das auch gerade zu tun. Ja, und überhaupt... Ich habe nicht im Ansatz mitbekommen, dass ich eine Stunde hier sitze. Ich weiß nicht einmal, wo ich hierher gekommen bin, geschweige denn, wo hier überhaupt ist. Und dann bist du da und bringst mich dazu, alles um dich herum zu vergessen und auch irgendwie zum Staunen. Dann tauchen ganz viele Fragen gleichzeitig in mir auf, die ich aber gar nicht stellen möchte, weil ich den Eindruck habe, sie könnten in diesem Moment etwas von seiner Heiligkeit nehmen, die ich ihm aus irgendwelchen bisher unbekannten Gründen beimesse. Ich habe das Gefühl, dass gerade etwas Großes in meinem Leben passiert und sehe nicht das Geringste. Ich bin Situationen gewohnt, die nicht normal sind, die mich wachsam werden lassen, eben weil sie es nicht sind. Und doch ist das gerade hier völlig anders. Und dann schaust du mich an und lächelst und alle Fragen verpuffen und werden mir egal. Ich habe das Gefühl, hier zu sein, um etwas zu lernen. Und im Moment ist da nur eine dafür, aber sehr klare Frage, die so ganz anders ist als all die, die da eben waren. Magst du mir irgendwas sagen oder erzählen? Sie schmunzelt und meint dann, weißt du, du bist es gewohnt, sehr vieles zu hinterfragen und in Worte zu verpacken. Die Menschen sind das allgemein so gewohnt. Bei uns geht es aber vielmehr um Sein. Einfach Sein und im Sein kreieren. Und im Sein ankommen. Eröffnen sich noch ganz andere Möglichkeiten, weil die Theorie, nach der ihr ständig auf der Suche seid, hier einfach umgesetzt wird. Wir haben nicht wirklich Grenzen in unserem praktischen Tun. Ich dachte, ich bekomme ein paar Antworten. Stattdessen wirft ihre Antwort ganz neue Fragen auf. Doch sie hat recht. Es sind theoretische Fragen, aber die brauche ich, um die Praxis ansatzweise verstehen und umsetzen zu können. Glaube ich gerade auf jeden Fall so. Vielleicht ist es auch anders. Ich weiß es nicht.
Ich fühle mich gerade wie ein Baby, das alles erst lernen muss. Und ich freue mich darauf, all das zu lernen und zu erfahren. Im Sein angekommen, kann man Wasser aus dem Nichts zaubern, frage ich neugierig. Aus dem Nichts ist nicht ganz richtig. Es gibt mehr, als du bis jetzt sehen und fühlen konntest. Es ist quasi in der Luft. Man könnte auch sagen, dass die Luft diese Kraft oder Substanz ist, aus der alles kreiert werden kann, antwortet sie. Huch, und ich dachte, ich hätte schon vieles gelernt. Ich sehe mich in meiner Welt als Quer- oder Freidenker. Und dennoch befinde ich mich gerade an einem Ort, an dem ich gefühlt noch einmal ganz von vorne beginne. Definitiv habe ich schon mal gehört, dass wir Schöpfer unserer Realität seien und auch, dass es Telepathie und Ähnliches gibt. Aber hier, das ist jetzt wie die nächste Stufe von allem, wo ich schon mal von gehört oder gelesen habe. Sie sieht mich wieder an und nimmt meine Hand. Ich merke, wie zart sich ihre Hände anfühlen und ein angenehmer Schauer durchläuft meinen ganzen Körper. So etwas habe ich noch nie gespürt. Es fühlt sich an wie ein Hauch von nichts und dennoch ist da eine kräftige, behutsame Berührung und eine unglaubliche Wärme zu spüren, die ich in dieser Form noch nicht kenne. Und ich merke, wie diese Wärme in meinen ganzen Körper fließt und ihn durchflutet. Es fühlt sich angenehm und vertraut an. Wow, unbeschreiblich schön. Was ist das? Frage ich sie. Energie. Lebensenergie. Chi, Prana, Orgon. Nenne es, wie du möchtest. Diese Substanz, die in allem ist und aus der alles entsteht, in ihrer reinsten Form. Die Menschen haben viele Bücher über sie geschrieben. Wie vorhin gesagt, ihr liebt es, in eurer theoretischen Welt zu verweilen. Doch hier erlebst du das Sein. Auch das sagt sie mit einem spitzbübischen Unterton und blickt mir dabei mit ihrer voller Liebe strahlenden Augen tief in meine. Ich merke, ich sollte aufhören zu denken. Ich schließe meine Augen und gehe ganz tief in mich. Ich spüre und genieße einfach diesen Tanz, der gerade in mir geschieht. Er gleicht ein wenig dem, den ich vorhin im Außen wahrgenommen habe, mit all den Geräuschen und Bewegungen der Tiere. Während ich mich daran erinnere, bemerke ich ihn auch wieder. Ich fühle gerade einen wunderschönen Tanz in mir und höre ihn gleichzeitig im Außen. Und ich bin erstaunt, wie ähnlich beides ist. Nahezu eins. Der Rhythmus scheint der gleiche zu sein. Wow, kann ich das auf ewig so erleben? Ich wünschte, das, was ich jetzt und hier gerade erlebe, würde nie aufhören. Und ich wünschte, alle könnten das mal so erleben. Vielleicht ist das ja diese neue Erde, von der immer so viele erzählen, dass wir sie mal erleben würden. Vielleicht erlebe ich sie gerade. Vielleicht ist alles viel näher, als wir denken. Ich merke, wie diese zarten Hände langsam meine Handflächen verlassen und ich öffne meine Augen. Sie sieht mich wieder mit ihrem wunderschönen Lächeln an und meint, ich solle das kurz mal wirken lassen. Ich setze mich wieder in eine angenehme Position und spüre in mich hinein. Etwas durchflutet mich. In Wellen durchströmt es meinen ganzen Körper und je bewusster ich es wahrnehme, desto stärker scheint es zu werden. Ihre Berührungen und ihr Blick haben es ausgelöst. Und noch etwas anderes. Etwas unbeschreiblich Schönes. Liebe, höre ich sie sagen. Und ich kann gar nicht genau definieren, ob mit meinen Ohren oder nur im Geist. Es spielt auch keine Rolle, denn mit diesem Wort wird alles noch viel intensiver. Ein Glücksgefühl explodiert in mir und unbändige Freude und Lebenslust machen sich breit. Ich merke, wie mein Lächeln zu einem breiten Grinsen wird und dann fange ich an zu lachen. Leicht erst, wie ein Kichern fängt es an und dann bricht es aus mir heraus und schüttelt mich durch. So gelöst und ohne irgendwas Lustiges gehört oder gesehen zu haben, habe ich, glaube ich, zuletzt als Kleinkind mal gelacht. Lebensfreude. Pure Lust am Leben. Ich lache, weil gerade alles so schön ist. Ich muss an Wale denken, die ohne ersichtlichen anderen Grund zig Meter in die Tiefe tauchen, um dann wieder hochzukommen und die Wasseroberfläche zu durchstoßen und ihren tonnenschweren Körper meterhoch durch die Luft zu werfen, als wäre es eine Feder. Ich
kann mich nicht mehr halten vor Lachen, halte mir den Bauch vor Lachen. Mir laufen die Tränen vor Lachen über die Wangen und ich rutsche vor Lachen von der Bank herunter. In all diesem Lachen und diesem Glücksgefühl vergesse ich mich völlig und die Welt um mich herum. Nur sie, sie ist und bleibt bei mir. Dieser Engel, diese Frau, von der ich keine leise Ahnung habe, wer sie ist. Sie bleibt in meinem Bewusstsein und ich weiß, dass sie das ab hier auch immer bleiben wird. Dieser Moment ist einer der unvergesslichen seiner Art. Nach einer gefühlten Ewigkeit japse ich nach Luft und komme langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück, das sich wie eine Computerlandschaft auf einem etwas langsamen Rechner nach und nach wieder aufbaut und in mein Bewusstsein zurückschiebt. Stück für Stück werde ich mir auf diese Weise meiner Umgebung wieder gewahr, der Sonne und ihrer Wärme, des Geruchs, von allem um mich herum, der Bank, des Waldes, der Abhang, die Berge, der Ozean, die Tiere und Pflanzen. Auf einmal ist alles wieder da. Ich öffne meine Augen und schaue in das schönste und liebevollste Lächeln, mit dem man mich jemals bedacht hat. Sie sitzt immer noch da, aber vornüber gebeugt und ist voll bei mir. Als hätte sie diesen Moment ebenso genossen wie ich, nur vielleicht nicht ganz so überwältigt davon. Sie reicht mir ihre Hand und hilft mir, mich wieder neben sie zu setzen. Erneut betört mich ihre Berührung regelrecht in ihrer Sanftheit und gleichzeitig bestimmten Kraft. Immer noch grinsend schaue ich sie an und sage, schwer atmend, danke, für was auch immer du da gerade gemacht hast. Genau genommen habe ich gar nicht wirklich etwas gemacht, erwidert sie sanft lächelnd. Bestenfalls konnte ich dir vielleicht helfen, dich an etwas zu erinnern, aber selbst das hast eigentlich du selbst getan. Vielleicht solltest du dir selbst dankbar sein. Dennoch freue ich mich über deine Dankbarkeit und sage, gern geschehen. Wie eine liebende Mutter ihr Kind schaut sie mich an und eine neue Welle dieses Glücksgefühls durchströmt mich. Womit habe ich das nur verdient? Diese Frage schießt mir gerade durch den Kopf und sie sagt prompt. Durch deine Offenheit. Mehr war dazu überhaupt nicht nötig. Jeder könnte das immer wieder erleben, wenn die Menschen sich einfach sich selbst öffnen würden. Sie reicht mir mein Glas Wasser und ich trinke sehr gerne einen Schluck. Ich fühle, wie das kühle Nass meine Kehle hinunterläuft und alles fühlt sich einfach wunderbar an. Wirklich, ich meine es, wie ich sage. Ich habe das Gefühl, noch nie so bewusst einen Schluck Wasser getrunken zu haben. Dann reicht sie mir eine Beere. Und als ich sie esse, überkommt mich das Gefühl gleich noch einmal, nur noch viel stärker. So süß und saftig ist sie und ich genieße sie in vollen Zügen. Wieder laufen Tränen meine Wangen hinunter und zu meiner Verwunderung stelle ich fest, dass ich diesmal nicht lache, sondern tatsächlich weine. Ich weiß nicht warum. Ich fühle einen Knoten in meinem Hals. Ich fühle Angst in mir, die aber gar nicht meine zu sein scheint. Eine Angst aus vergangenen Zeiten, die jemand fühlt, der endlich an ein lang ersehntes Ziel gelangt ist. Eine Trauer, von der ich merke, wie unnötig sie ist. Ich weine nicht, weil es mir schlecht ginge. Ich weine einfach vor Glück. Und vor ihr habe ich nicht das geringste Bedürfnis, mich dessen zu schämen. Vor ihr schäme ich mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, hier einfach ich selbst sein zu dürfen. Nein. Nicht nur zu dürfen, sondern es sein zu sollen. Einfach ich, so wie ich gerade bin. Ich habe das Gefühl, gerade einfach nichts zu müssen. Es kommt mir vor, als würde sie mich besser kennen als ich mich selbst. Sinnlos erscheint jede Idee davon, mich irgendwie zu verstellen. Mit feuchten Augen schaue ich sie an. Puh, was machst du nur mit mir? Frage ich sie und weiß es wirklich nicht. Sie lässt mir ein wenig Zeit, damit ich mich wieder sammeln kann und meint dann, ich erinnere dich einfach nur an deine Fähigkeiten als multidimensionales Wesen, an dich, an alles, das All-Ein. So viele Worte in einem Satz. Ich habe sie zwar schon mal gehört, aber verstehen tue ich sie bis heute, glaube ich, nicht, so wie sie es anscheinend tut. Fragend drehe ich meinen Kopf in ihre Richtung und frage,
Was meinst du mit all diesen Worten? Was ist in deiner Wahrnehmung Erinnern? Was heißt multidimensional? Was ist dieses Allein? Sie blickt wieder in Richtung Sonnenlicht und ich merke, wie sie sich mit etwas verbindet. Ich kann das nicht erklären, aber ich fühle es so. Es fühlt sich so an, als würde ihre Stirn mit dem Sonnenlicht verschmelzen. Mit diesem Licht, das sich wie zu Hause anfühlt. Gott, was passiert hier nur? Was habe ich mein ganzes Leben verpasst? Oder eher, was habe ich vergessen, dass ich eigentlich auch alles kann? Und warum hat mir nie jemand von all dem erzählt? Nun gut, ich akzeptiere es und freue mich, es jetzt erleben und vielleicht sogar verstehen zu dürfen. Denn was wichtig ist, ist doch dieses Hier und Jetzt, sonst nichts. Wenn es mir jetzt gut geht, dann geht es mir immer gut, weil eben immer jetzt ist und immer hier. Ich merke, dass sie wie in Trance ist. Keine Ahnung warum, aber sie wird es mir bestimmt erklären. Oder wie es die ganze Zeit schon geschieht, einfach zeigen. Ihr Menschen habt so viel vergessen, meint sie. Ihr seid göttliche Wesen mit unendlich vielen Fähigkeiten, so wie wir hier. Nur habt ihr sie eben vergessen, besser gesagt. Seid ihr von Kind an damit beschäftigt, andere Dinge zu tun, sehr analytische Dinge. Und es ist eben so, wenn eine Fähigkeit nicht genutzt wird, dann wird sie bis zu einem gewissen Grad deaktiviert. Sie ist nicht weg, sie ist nur inaktiv. Ihr habt in eurer Wahrnehmung Wahrnehmungsfilter. Das bedeutet, dass ihr mit euren Sinnen eher das registriert, was auch gefördert und genutzt wird. Du meinst, dass Wahrnehmung selektiv ist? Schwangere Frauen sehen auf einmal hunderte andere schwangere Frauen. Und wenn du ein bestimmtes Auto kaufen willst, siehst du auf einmal ganz viele davon? Ja, genau. Bei euch sind das diese vermehrt analytischen Dinge oder Kunst, jedoch nicht diese feinstoffliche Welt, die auch existiert und die mit dem dritten Auge und dem Kronenchakra wahrgenommen wird. Da niemand den Fokus auf das Feinstoffliche legt, wird es weggefiltert. Dazu dienen diese Wahrnehmungsfilter. Sie dienen nach dem Prinzip use it or lose it, benutze es oder verliere es. Wenn also auf bestimmte Dinge kein Fokus gelegt wird, dann wird die Wahrnehmung dort inaktiv. Da ihr jedoch göttliche Wesen seid, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, all diese inaktiven Bereiche wieder zu aktivieren. Allein euer Interesse dafür öffnet sie schon wieder, zu einem gewissen Grad. Du musst also nur bereit und offen sein dafür. So wie ich es vorhin war, als du meine Hand gehalten hast, frage ich. Sie antwortet mit einem verschmitzten Lächeln. Ja, genau. So einfach ist das. Du musst dich einfach erinnern, dass es ja sowieso in dir vorhanden ist. Ansonsten hättest du es ja nicht gefühlt. Und alles, was da ist, muss nur wieder aktiviert werden. Es muss nicht neu hinzugefügt werden. Wow, wie logisch das aus ihrem Mund alles klingt und auch so einfach. Ich dachte immer irgendwie, es sei ein unglaublich schwerer und komplizierter Prozess und jetzt merke ich, wie die Berührung und die Worte dieses engelgleichen Wesens in mir schon einiges wieder öffnet. Einfach so, einfach weil sie da ist. Was für eine unglaubliche Präsenz. Jetzt bin ich schon wieder irgendwie sprachlos.